Hallo und willkommen zurück zu einer Folge Heinrich, von schön, dass du da bist. Was? Wer labert mich da an? Matthias. Zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance Hardcore. Wir haben als letztes die Madonna von Sasor gespielt. Die Quest ist abgeschlossen. Nun können wir uns überlegen, womit wir weitermachen. Wir sind hier noch in Sasor. Wie ihr seht, stehe ich noch vor dem Kloster. Ich öffne mal unser Questlog und schauen wir mal. Die Fahrt der Erleuchtung, das werden wir noch nicht machen, weil wir erst, sag's mir, Privislavitz fertig haben müssen. So, Müller-Simon, das können wir abgeben. Briganten können wir weitermachen. Die sind in Scarlet hier vorne irgendwo. Mal eben gucken. Große Karte. Ah, das ist Gott sei Dank nicht so weit weg. Da können wir gleich noch mal ein paar Briganten verhauen. Kriegen wir noch ein bisschen Geld hier in Samopesch. Hier ist auch noch eine DCL-Quest. Die kann ich auch noch nicht tun. Ich muss noch ein bisschen stärker werden. Und hier in Ratai ist auch noch eine mit Hanskapern. Die kommt aber noch zum Schluss erst. Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir die Briganten. Beziehungsweise erst hier reiten wir noch hier Simon. Vielleicht hat er noch irgendwie eine Aufgabe für uns. Und dann machen wir die Briganten, dann können wir den ganzen Mist auch wieder verkaufen. Aber jetzt bringen wir erstmal ihm hier seine. Dann haben wir ja auch noch die Jagdquest, haben wir auch noch. Also, dass wir erstmal so Kleinigkeiten wieder machen, bevor wir uns an so eine große Hauptaufgabe widmen. Aber das mit Johanka und mit Theresa, das waren, glaube ich, die größten DL. Quests, die dabei sind. Die ja immer dazwischen rutscht, ist ja halt der Kampf, dieses Turnierkampf, der kommt immer wieder. Und ja, sonst war es das eigentlich. Ne? Hans Kapern ist auch noch eine sehr interessante und sehr kuriose, sage ich mal, Quest, die wir machen. Jetzt machen wir hier noch weiter. Wir haben noch so viel zu tun hier, also es wird noch ein paar Stunden dauern hier, das Spiel. Jeder, der sagt, dass es nicht so ist, der, ja. Nicht umsonst habe ich 1600 Stunden schon hier verbracht, ne? Wenn man wirklich alle Quests oder versucht, alle Quests zu erledigen, ob die Hauptquest, Nebenquest oder Angebote oder was immer, geht schon eine Zeit dabei drauf. Nicht nur während der Hardcore-Zeit, wenn du halt hier alles abreiten musst. Komm her, du Bastard! Ja, was will der denn von mir? Drei besoffene Kerle, schaffen wir die? Hey, ich habe gar nichts in der Hand. Moment, ich muss mal eben was zu kämpfen suchen. Ich zerquetsch dich wie ein Jesus! Wo ist der Dritte? Hallo? Jemand! Ey, wenn ich nicht immer den verkehrten Knopf drücken würde. Von wegen hier. Bemerkt. Sowas. Jetzt bin ich ein bisschen rot. Ja, Bier, Wein, Branntwein, ja, ist ja klar. Katerbier. Du besoffene Kerle, ey.
Was ist hier los? Das war nur ein normaler Wanderer. Der hat nichts dabei. Okay, der hat mich so ein paar Leute da beinahe gerade. Wow. Und mein Pferd ist auch weg. Sind ein paar Besoffene da fast fertig gemacht und durch Command und so kommst du billig durch, ey. Man sollte auch nicht unbedingt. Ah, ich hab auch. Ja. Klar, ich hab meine Rüstung nicht an. Ich bin so weggeritten. Das war ein böser Fehler. Ja. So kann ich aber nicht sehen. Nein, ich bin mal falsch und ich bin da. Shit. Ja. Also einmal quer durch den Wald. Ja. Sicher, dass der das. Lotzros hätte ich auch gehabt, okay. Gott segne dich. Was kann ich für dich tun? Hier sind die Sporen des Schusters. Wunderbar. Für die bekomme ich ein paar Groschen. Hier, dein Anteil. Kann ich dir gestohlene Ware verkaufen? Gestohlene Ware verkaufen? Übung. Was hast du für eine Übung? Heimlich. Bitte bring mir bei, wie man sich im Schleichen verbessert. Selbstverständlich. Gucken. Ja. Ich möchte meine Technik verfeinern. Zuerst musst du was auf den Kasten haben. Dann nicht. Okay. Ich denke darüber nach. Dann denken wir mal nach. Aber wir ziehen uns jetzt erstmal unsere Rüstklamotten wieder an. Ich habe keine Lust, nochmal so einen auf die Fresse zu kriegen. Und ungeschützt zu sein. In dieser Tasche zurück. Ah, der ist. Quatsch. Brauchen wir ja schließlich. Agilität, machen wir das zuerst. Kräftensparende Angriffe. Deine Angriffe verbrauchen 30% weniger Ausdauer, verursachen aber etwas weniger Schaden. Gilt nur für Waffen, die auf Agilität basieren. Spötter. Ah. Wenn du im Kampf erfolgreich ausweichst, sinkt die Moral deines Gegners oder deine Chance auf ein gutes Würfelspiel erhöht sich. Das brauchen wir. Ja, weil. So. Redekunst, oh, letztes Angebot, Silberzunge, verlässlicher Hehler. Silberzunge. Bestätige Bonus auf Redekunst beim Falschen, hört sich nicht schlecht an. Wenn ein Händler beim Falschen die Geduld verliert, erhältst du eine letzte Chance, ihm ein Angebot zu unterbreiten. Das ist eigentlich keine schlechte Sache. Händler sind eher gewillt, von dir gestohlene Ware abzukaufen. Ja.
Und dann haben wir nochmal Fertigkeiten. Oh, Schlösser knacken. Sind wir jetzt auf 9 Schlösser. Nachdem du erfolgreich ein Schloss geknackt hast, besteht eine Chance, 20% des zu Bruch gegangenen Dietriches wieder in deinem Inventar landen. Wir haben genug Dietriche. Glück der Trunkenbolde, besoffen weiter ähnlich. 6. Sinn und Stiller. Also die beiden sind eigentlich ganz gut. Dein 6. Sinn schlägt Alarm, wenn jemand darauf und dran ist, dich beim Schlösserknacken zu erwischen, wodurch du mehr Zeit zum Fliehen hast. Oder du kannst nahezu lautlos einen Dietrich benutzen, selbst wenn dir das Schloss Probleme bereitet. Das Geräusch, das du ein abgebrochener Dietrich verursacht, ist 90% leiser. Ich nehme erst den 6. Sinn, weil das ist ein bisschen besser. Ich lasse mich ja sowieso immer grundsätzlich erwischen. Oder still. Nein, machen wir den erst. So, dann sind wir da auch wieder ein bisschen weiter. Ich gehe da mal weg. Also Kuh. So. Dann sind wir jetzt hier wieder. So, Satteltasche. Anziehen. Satteltasche. Anziehen. Der hat 24 und der hat 25, dann geht der in die Satteltasche zurück. Handschuhe, der geht zurück und der geht zurück. Gut, dann können wir uns jetzt... Oh, wir haben aber zerfetzt aus. Dann können wir jetzt noch unsere Waffen wieder ansetzen. Was ist unser Bogen? Da. Hochwertige Pfeile haben wir nur noch 10 Stück. Da müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Gut, aufsitzen, losreiten. Und Briganten jagen. Jetzt können wir das. Ja! Bringen noch eben die Sachen weg, die wir jetzt da haben. Lassen wir uns heilen. Ich hoffe, die vom Bade aus quellen mir nicht wieder so. Was machst du denn hier? Ja. Yeah. Leider ein paar besoffen und begegnet. Und ich mit Absicht. Ja! Ach, da ist das. Da wohnen, glaube ich, auch keine mehr. Die haben wir auch schon abgemäht. Oder ist da noch einer? Oh, da sind wieder welche. Was ist hier los? Nichts. Gar nichts. Schon weg. Was ist das? Was ist hier los? 1, 2, 3. Ja, die können wir doch abmähen, oder? Wir müssen sowieso gleich 9 kaufen. Wir sollten aber auch mal anfangen, die selber zu brauen. Was ist hier los? Hey! Hey! Wer ist da? Ich bin das. Hallo! Komm her, du Weichei! Wieso ist der alle wieder da? Herrgott! Hau mich nicht! Okay. Das müssen wir anders in Angriff nehmen, würde ich mal sagen. Wir müssen die wieder weglocken. Hey, wer ist da? Ich bin das, komm schon. Hallo. Hallo. Hey, wer ist da? Ich bin das. Du bist zur falschen Zeit am falschen Ort. Komm mit. Wir gehen weiter weg. Zwei von euch kriege ich wohl, aber 4, das ist ein bisschen heftig. Ja, hier. Hi. Ach.
Gibt's bei mir nicht. Jesus! Ich hab zwar Büßer-Dings gemacht, das juckt mich aber nicht. Ich brauch Kohle. Und Hasenfleisch für unseren Hund. Dankeschön, die Stiefel kannst du behalten. Du hast mich doch irgendwo mit geschlagen. Ach da. Dankeschön. Entschuldigung. So, nächsten rauslocken. Ja. Hallo, komm schon. Meine Gebete wurden erhört. Dann wollte ich meine Wut an jemandem auslassen. Hier bin ich. Hi. Falschbriganten, die wollten wir nicht, aber das Geld können wir trotzdem gebrauchen. Ist so. Oh, Badehausschlüssel. Okay. Nehmen wir mal mit. Achso. Hä? Achso, das ist meins. Da wollte ich gerade hin, da wollte ich hin. Hab, na gut, nehmen wir alles mit. Das müssen wir jetzt eben wieder verteilen. Apfel können wir eben essen. Next one. Ja. Ich glaube, ganz so weit brauche ich gar nicht weg. Noch jemand da? Hallo. 1, 2, 3 noch. Wer ist da? Ey, hallo. Ich möchte dich abschlitzen. Komm, komm. Was komm, hast du hier zu suchen? Lebensmüde, was? Yep. Das nennst du kämpfen? Nein, das nenne ich taktisches Wegrennen. Das nenne ich dann kämpfen. Ach, laber mich. Ja! Lieber Gott! Der hat da gar nichts mit zu tun. Der hat so eine Menge dabei. Edles Jagdschwert. So, was sonstiges? Wir hatten ja schon ein paar Sachen da. Genau, Rüstungsset. Die sind zu. Gut. So, jetzt haben wir, glaube ich, nur noch zwei. Schaffen wir die? Ich guck noch mal eben. Ja! Das sind nur
zwei sind, die können wir wahrscheinlich da. Was zur Hölle war das? Falls das nicht funktioniert. Oh, sind noch drei. Was war das? Was ist das? Du bist zur falschen Zeit am falschen Ort! Du wirst... Eins. Ist da jemand? Nein. Zwei sind abgehauen, wie doof, oder? Muss er nicht jeden töten. Wenn er die so umhauen kann. Was von. Ne. Die anderen sind da in die Richtung gefetzt. Na gut, wenn die nichts von uns wollen. Könnte Lust sein, da jetzt zu rennen. Ja! Dass wir die Sachen noch eben verkaufen. Ich glaube, das ist einer von denen, oder? Das ist ein normaler Wandersleut. Der ist ein normaler Wandersmann. Ja! Damit wir die nicht alle mitschleppen lassen, gehen wir nochmal auf Banditenjacht. Aber das wird schon dunkel. Ach nee, bitte ja. Noch. Doch, wir machen das andersrum. Das weiß ich jetzt nicht, ob es nimmt. Aber ich glaube, der hat hier auch ein Ding stehen, ne? Entschuldigung, ich wollte den hier um den Fuß drücken. Hat der nicht hier auch ein Ding? Der hat Schleimstein da, glaube ich. Okay. Wollen wir mal ein bisschen schleifen. Sieht man doch, dass man als Schmiedsohn alles so geschafft hat, ne? Auch 100.
Wüsten. Oh, der braucht noch ein bisschen. Ne, ist ein anderes. Das ist ruhig los. Abstellen, ey. 93, 6. Und ich kann nicht, hab ich das mit? Hab ich da irgendwas mit im Quatsch? Naja, wir nehmen. So, wo reichen? Hi. Gott sei mit dir. Lebe wohl. Ja, guck mal. Lass uns über den Preis sprechen. Nun, versuchen wir es. Weil du es bist. Schon besser. Etwas weniger und wir kommen ins Geschäft. Endlich eine vernünftige Summe. Na guck, passt doch. Dankeschön. Jetzt gehen wir zu dem unteren, verkaufen den Bögen und den ganzen Kram. Den Schmied hier runter. Zu dem hier. Ich finde, das war aber was verdienen. Der immer so schön poetisch ist. Von Anfang also genau der, die Quest war das, ne? Mit dem poetischen. Die Sonne senkt sich vom Himmel. Ja. Tut sie. Oh, 77 muss ich gleich mal gucken, wie viel unser hatte. Gucken, ob der noch was anderes annimmt. Kuttenberg ist weit und fern, drum bleib ich hier, mein Augenstern. Nett. Ich schnapp nach Luft die Füße. Schön, dich zu sehen. Schön, dich auch zu sehen. Ah, Reparatur, nein, Handel. Gott sei mit dir. Verkaufen. Waffen. Einen Bogen hat 77. So, den hatte ich. Hä? Was hab ich denn da? Wenn wir die Sachen hier auch loswerden können, können wir
man das ja hier auch. Die brauche ich sowieso nicht mehr. So, haben wir alles weg. Was kannst du hier noch? Stiefel kannst du noch kriegen. Ne, kannst du nicht mehr kriegen. Die sind... Gut, entfernen. Und dann mal falsch. Lass uns über den Preis sprechen. Ist gut. Wie wär's damit? Nicht schlecht. Senke deine Ansprüche noch etwas und wir sind uns einig. Siehst du, ich wusste, wir werden uns einig. So sind wir nun mal. So, und jetzt kommt noch hier Mr. Otto. Der Otto, und dann sind wir die Sache wieder los. Und wir haben jetzt Geld wieder für Privis Lavitz. Dann müssen wir mal, gehen wir nochmal auf die Jagd hier. Irgendwie Hirsch oder was da war. Ja. Hirsch war für Alex, ne? Welche komischen Innereien, glaube ich, waren das hier. Ja. Zwiebeln, die die stärksten Männer zum Weinen bringen. Kommt und greift zu. Ist doch nicht die doofe Katra? Ne, Bürgerrundstellung nur. Ah, so. Gefährten. Glück und Gesundheit. Mach's gut. Wow. Mal gucken, ob er mir auch ein bisschen mehr gibt. Reden wir über den Preis. Nun, versuchen wir's. Ja, bei dem Betrag kommen wir zusammen. Ach shit, ich hätte mal noch ein bisschen mehr nehmen können. Aber auch gut, man soll nicht so gierig sein. So, das hätten wir jetzt. Gehen wir nochmal ins Badehaus und uns wieder zusammenflicken. Dann bringen wir die Sachen noch eben in die Kiste. Ja! Reiten zu dem Lager. Ich hoffe nicht, dass es so dunkel wird, sonst haben wir ein Problem. So, was willst du schon wieder hier? Tag. Ich hab schon wieder einen auf die Fresse gekriegt. Was willst du jetzt wieder von mir? Ich möchte etwas bestellen. Und was darf's sein? Ich möchte meine Wunden versorgen lassen und ein Bad nehmen.
Oh, und meine Kleider gehören gewaschen. Du wirst es nicht bereuen. Mach's gut. Das sagst du jedes Mal. Oh, 4 Stunden. Dann hat sich das wahrscheinlich mit dem Retten ehrlich. Oh shit, was kleben die Batterien? Kein Wunder, wenn die nass geworden sind. Sehen wir wieder ein bisschen besser aus und sind wieder gepflegt und gesund. Dann steigen wir mal. Wie spät haben wir das denn überhaupt? Wir haben es jetzt. Da steht die Uhrzeit nicht. Das war beim anderen Spiel. Hier war das. Oh, das ist. Ja. Gut, dann nehmen wir mal die Sachen, die wir noch zum Anziehen haben, in unserem Schrank. Ja, wir können doch neben dem Tor herhalten. Dann werden wir gleich mal den Zach suchen. Wie kriege ich das Ding noch von dem? Dann fällt mir noch eins. Muss ich aber schwer überlegen, wo das war. Ich glaube, das war ein Samopesh. Hier habe ich immer noch so viel Scheiß. Ach ja, das ist die Kiste. Oh, Inventar. Was da? Was ist hier? Ich kann hier bleiben. Ritterschnaps muss ich noch. Okay, dann war das gar nicht so viel. Na gut. So, was stellen wir jetzt Dummes an? Achso, das kann man hier oben nicht lesen. Ach, apropos lesen. Warte mal, vielleicht können wir... Aber das glaube ich nicht. Sonne aber zum Schattenspielen da, wir brauchen schon Schlüssel. Vielleicht klappt's ja. Immer noch nicht. Mann, oh. Ich wollte nicht schlafen. So was. Steh auf. Dann gebe ich den wieder ab. Ich könnte noch mal eben. Die sind so beschädigt. Dann versuchen wir mal jetzt den Zach zu finden und dem hinterher zu latschen. Der
treibt sich immer überall rum. Und da ist er schon wieder hier. Da ist er ja. Shit. Jetzt rennt er wieder hier hin. Mist, 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 Mist. Ach, so ein Mist. Renieren. Wie war das? Wolzig will immer noch den Dings haben. Und das ist der mit der Patafka, ne? Ja. Ja, wenn der Zach jetzt hier ist, dann wird er nur den Weg nach Hause gehen. Und dann können wir den schlecht überfallen auf offener Straße. Das wäre ein bisschen doof. Rehe. Wüsste ich wo, aber das ist jetzt das Blödsinn, abends auf Rehe zu gehen. Da können wir doch nur eins machen. Ach, warte mal, vielleicht hat der... Der hier, der Wirtshausinhaber. Ratterschnaps. Hier, wohl bekommst. Fred, wo bist denn du? Du stehst ja sonst immer hier rum. Ach, der. So viel trinken. Wer bist du, dass du mir sagst, was ich trinken soll und was nicht? Du bist nicht zum Leben im Kloster, verdammt. Und genau deshalb sollst du nicht so viel trinken. Aber dort werden sie dich wohl mäßig. Was ist denn der Wirt? Ich will mich austoben, solange ich noch kann. Du solltest deine Stimme nicht so erheben. Noch ein paar Tage länger im Kloster bleiben, dann sagst du mir eben. Hier drüben, ein Gott segne dich. Wie kann ich dir helfen? Dann viel Glück. Lass uns über den Preis sprechen. Nun, versuchen wir's. Einverstanden? Komm schon, ein bisschen mehr und wir sind im Geschäft. Siehst du, ich wusste, wir werden uns einig. Mhm, ich auch. So, schlafen. Losreiten. Ich habe nur zwei Hände. Klar, dass es regnet. Tür zu. Entschuldige. So, wir müssen jetzt...
Weiter. Das ist, glaube ich, da oben auf dem Berg. Ja. Okay, den Weg sind wir ja schon mal geritten. Sonne aufgeht. Ach nee, es regnet. Ja! Falsche Straße. Ja. Das war eine Blumenwiese. Ja. Hier ist die Straße. Ja! Wir kommen der Sache näher. Bevor ich nicht irgendwas abgespeichert habe, haue ich hier keinen auf. Dankeschön.
sind die doch, oder nicht? Ja. Gucken, wie viel das noch sind. Vielleicht schlafen die auch noch, ist ja ziemlich früh. Das wird mir eine Freude. Was haben wir denn da? Unterhaltung. Komm her, du Weich. Schlagalarm! Seid vorsichtig! Zu den Waffen! Hier drüben! Wir sind alle! Schnell! Entweder oder, ne? So was wert. Aber hier auf einmal, das kriegst du nicht hin. Soll das etwa alles sein? Gut, dann müssen wir es anders machen. Egal, Karl. Oh, wir haben schon wieder 52. Schon wieder 52 Minuten, aber wir machen das Lager jetzt noch eben und danach machen wir dann. Wir reiten da im Rhein und holen die Anzüge wieder raus. Ja. Weil wir hier gerade gesehen haben, 4 Stück auf mal, das schaffen wir eben nicht. Was war das? Und so leise kann man noch gar nicht sein. Was haben wir denn da? Ja. Unterhaltung. Zu den Waffen! Hier rüber! Ich hey! Dich ab. Ihr alle, hier sammeln! Schlagalarm! Ist da jemand? Seh an, was da unter einem Stein hervorgekrochen kommt.
Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. Uns ist keiner gewachsen, nicht wahr? Ja. Was war das? Was ist hier los? Mist! Was ist los? Jetzt bist du am Arsch! Oh je, hat das weh getan? Musst du jetzt weinen? Ah, super. Jetzt kriegst du einfach die Nimm Maske. Das. Mann! Schau dich doch! Wenn ich im Weg rumlaufen würde. Jesus Christus! Jesus! Jesus! Mann! So muss man ein bisschen... Hier los. Wer ist da? Was haben wir denn da? Unterhaltung. Vorzüglich. Das war der Todesschrei. Habe ich dann irgendwie. Doch. Herzchen tickt noch. Verband anlegen, da du nicht benutzt. So, jetzt räume ich noch
auf hier. Ich weiß nicht, ob ich es alles mitkriege, aber das werden wir gleich sehen. Dann schmeiß ich die Häfchen wieder raus. Wir können wieder was sehen, wir sind nicht mehr so blutig. 1, 2, 3, 4. Und einer liegt da hinten. Die können wir wegschmeißen, die brauchen wir nicht, die kommen in die... So, die können auch über diesen Schreis. Denn jetzt gemacht? Also das richtig. Das müsste eigentlich, ja, ist ja gut, müsste eigentlich funktionieren. Ach, da war ich gar nicht hin, ich wollte das X sagen. So, da wir jetzt hier hoffentlich fertig sind. Ja, passt. Ich gehe da oben nochmal gucken, aber das müsste eigentlich alles gewesen sein. Ja! Klar, wir haben auch schon alles geklaut, glaube ich. Was nicht nied- und nagelfest war. Essen haben wir genug. Wir sind völlig übersättigt. Gut. Dann würde ich mal sagen, dass wir jetzt hier Feierabend machen. Wir stellen uns hier oben hin. Und hier machen wir dann morgen weiter. Schöne Gegend hier. Da müssen wir sowieso morgen zurück. Weiß ich auch, wo wir sind. Gut. Dann lesen wir jetzt noch den Kodex vor. Dann haben wir die Quest, die ich heute machen wollte, erledigt. Und hier machen wir dann morgen weiter. So, dann gehen wir mal in den Kodex. Und wir waren bei Münzfälschung, ne? Ja. Nahrungsmittel haben wir heute. Im Mittelalter stammten die meisten Nahrungsmittel in den Dörfern, aber auch am Königshof aus der näheren Umgebung. An Gemüse aß man hauptsächlich Kohl, Zwiebeln, Pastinaken, Steckrüben, rote Beete und Knoblauch, aber auch Karotten, Sellerie, Petersilie, Gurken und Melonen. Hinzu kamen Hülsenfrüchte wie Erbsen, Linsen, Wicken und Bohnen und Früchte wie Äpfel, Birnen, Kirschen und Pflaumen, aber auch Beeren, Nüsse, Samen und Getreide. Eier, Milch und Käse waren das ganze Jahr über verfügbar.
Je nach Wohlstand, Verfügbarkeit und Jahreszeit gab es Fleisch, Wildbret, Geflügel und Fisch. Und Importwaren, darunter Früchte und Gewürze wie beispielsweise Safran, Datteln, Feigen, Muskatnüsse, Pfeffer, Zucker, Ingwer und Kardamom. Das Essen wurde mit Öl, Essig, Salz, Honig und Kräutern gewürzt. Das schmeckt immer sehr lecker. Zu den beliebtesten Gerichten im 14. und 15. Jahrhundert gehörten Suppen, Pürees und Soßen, in dem sie Brot, meist aus Roggen, getunkt wurde. Weißbrot gab es nur bei Hofe. Nächstenliebe. Unter dem Begriff Nächstenliebe verstand man unterstützende Taten zugunsten seiner Mitmenschen. Die christliche Ikonographie versinnbildlichte sie durch einen Pelikan, der einen Jungen mit einem Fisch fütterte. Inspiriert durch die Lehren der Kirche und das Alte Testament zeigte die Gesellschaft Barmherzigkeit durch Almosen, kostenfreie medizinische Versorgung sowie Nahrung und Wein für Arme, Reisende und manchmal sogar Vogelfreie. Man war davon überzeugt, dass solche Gnadenakte die Erlösung und einen Platz im Himmel garantierten. Die meisten ging es also eher um ihr eigenes Seelenheil als um echte Nächstenliebe. Oft gründete die Kirche Krankenstuben, Reiseunterkünfte und Hospize. Sträflinge wurden begnadigt und man gewährte Obdachlosen das Recht, vor der Kirche zu betteln und zumindest zweimal im Jahr auf städtische Kosten die Dienste des Badehauses in Anspruch zu nehmen. Nett. Ökonomische Konzile. Ökonomische Konzile waren kirchliche Versammlungen, auf deren Stellvertreter, der Klerus, Themen des Glaubens und der kirchlichen Verwaltung diskutierten. Ein Beispiel dafür ist das große Konzil von Konstanz 1414 bis 1418, welches 4 Jahre dauerte und sich mit den Streitfragen der Reformation und des päpstlichen Schismas auseinandersetzte. Dort war es auch, wo der Prediger Jan Hus der Ketzerei angeklagt und zum Tode auf dem Scheiterhaufen verurteilt wurde. Ja, so schnell kann man sterben damals, wenn man nicht der Kirche zugewandt ist, ne? Aber was wollen wir davon reden? So, ich hoffe, dass es euch heute gefallen hat, auch wenn wir ziemlich einen auf die Mütze gekriegt haben, aber das ist ja nun mal auch bekanntlich in dem Spiel so. Das war eine ziemliche Prügelfolge dieses Mal, aber naja, gehört auch mal dazu. Wir werden sehen, was wir morgen zustande bringen. Morgen bringen wir auf jeden Fall wieder die ganzen Sachen weg, gehen zu, hier, wie ist er? Da, Sebastian vom Berg, bringen in die Brigantenohren und dann gucken wir mal, was wir hier noch so alles hinkriegen, welche Quests wir noch machen können und schleichen uns mal so darum. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid wieder dabei morgen. Und liked, abonniert und kommentiert mal. Das wäre toll. Ich antworte auch immer wie unter einigen der Kingdom Come Videos sehen könnt von unserem Stefan. Der schreibt immer sehr, sehr viel. Das finde ich schön. Und ja, ich sage mal jetzt nicht so viel rumlabern und tschüss, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal, eure Tammy.